Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr die Eufy SoloCam S220 mit eurem WLAN verbindet und sie mit der Eufy Security App bedient. Die App braucht ihr übrigens auch zur Einrichtung. Die solltet ihr auf jeden Fall schon auf Smartphone bzw. Tablet installiert haben, bevor es losgeht. Ein Cloud-Abo oder andere kostenpflichtige Dienste werden nicht benötigt. Die akkubetriebene Kamera ist für den Außenbereich konzipiert und besitzt auf der Oberseite ein Solarpanel. Damit sollen 3 Stunden Sonne am Tag ausreichen, um das Gerät zu betreiben. Erkannte Bewegungen werden auf dem 8 GB internen Speicher gesichert. Der Blickwinkel beträgt 135 Grad und sie ist mit der Homebase 3 kompatibel. Weitere Infos zu SoloCam S220 findet ihr in der Videobeschreibung. Im Lieferumfang befindet sich die Kamera, USB-C Ladekabel, Halterung, Schrauben, Dübel, Bohrschablone und Kurzanleitung. Auf der Unterseite findet ihr den Sync-Taster und den Stromanschluss, falls ihr die Kamera mal per Kabel aufladen müsst. Für die Einrichtung starten wir nun einmal die Eufy Security App. Dort tippt ihr oben rechts auf das Plus-Symbol. Dann wählt ihr Battery Camera aus. Und weiter unten die SoloCam S220. Wählt dann euer Zuhause aus. In unserem Fall gibt es nur das eine. Und tippt auf Weiter. Besitzt ihr eine Homebase 3, könnt ihr auch damit fortfahren. Wir verbinden sie hier direkt mit dem WLAN-Router. Beachtet hierbei, dass nur 2,4 GHz WLAN unterstützt werden. Ich bin mit meinem Mobilgerät mit einem 5 GHz WLAN verbunden, weshalb ich das in den Einstellungen mal eben ändere. Gebt dann auch den passenden WLAN-Schlüssel ein und tippt auf Weiter. Drückt und haltet nun die Sync-Taste an der Kamera für 2 Sekunden, bis ihr einen Signalton hört. Weiter geht's dann mit Weiter. In der App wird dann ein QR-Code generiert, den ihr vor die Kamera haltet. Verbindung zum WLAN-Netzwerk wird hergestellt. Bitte warten. Hört ihr 2 Signaltöne, geht es unten mit dem Button weiter. Verbindung wird dann hergestellt. Setup war erfolgreich. Hinzugefügt. Bestens. Weiter geht's mit weiter. Wählt dann einen Bereich aus. Stellt den Kamerabetriebsmodus nach euren Wünschen ein. Ein externes Solarpanel ist auch möglich. Als nächstes legt ihr fest, in welchem Umfang ihr Benachrichtigungen erhalten wollt. Reicht euch ein Text oder wollt ihr auch eine Vorschau erhalten? Lässt sich später aber auch noch ändern. Der Akku sollte vor Montage einmal komplett aufgeladen werden. Es folgen ein paar Montagetipps, die ich mal unkommentiert laufen lasse. Geht es euch zu schnell? Pausiert einfach das Video an entsprechender Stelle.
Kurz vor Ende folgt noch das Testsignal und das erste Live-Bild. So könnt ihr das WLAN-Signal am Standort überprüfen. Im Anschluss wird die Firmware überprüft. In unserem Fall gibt es eine aktuellere, also aktualisieren wir gleich mal. Das kann etwas dauern, aber in unserem Fall keine 15 Minuten. Das hängt aber auch von eurer Verbindung und der aktuellen Serverauslastung zusammen. In unserem Fall war das Thema schnell erledigt. Danach findet ihr euch auf der Startseite der App wieder. Hier stellt ihr auch den Schlummermodus ein oder öffnet die Einstellung. Kommen wir gleich noch zu. Wir gehen nun die Funktion der Reihe nach durch. Ein Vollbildmodus ist natürlich auch möglich. Mit dem Kamerasymbol links unten speichert ihr einen Videoclip in eurer Smartphone-Galerie. Gleich daneben erstellt ihr einen Screenshot. Haltet ihr die Mikrofonschaltfläche gedrückt, könnt ihr über den Lautsprecher der Kamera kommunizieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Mit dem Lautsprechersymbol schaltet ihr das Mikrofon ein. Und rechts daneben schaltet ihr um auf die zweite Reihe. Ganz links öffnet ihr die gespeicherten Ereignisse wie Bewegungs- oder Personenerkennung. Wir haben hier aktuell noch nichts. Das Mondsymbol aktiviert bzw. deaktiviert den automatischen Nachtsichtmodus. In der Mitte löst ihr einen Alarm aus. Und mit dem Zahnrad gelangt ihr in die Einstellung. Oben links sehen wir den Status für Aufladung, Batterie und WLAN. Bei direkter Sonneneinstrahlung sieht das dann so aus. Mit dem Schalter oben rechts schaltet ihr die Kamera aus. Die Solocam S220 lässt sich auch mit der Homebase 3 verbinden. Die Bewegungserkennung lässt sich auch deaktivieren. Mit den Aktivitätsbereichen legt ihr Zonen fest. Wird in diesen Bereichen eine Bewegung erkannt, wird die Kamera aktiv. Außerhalb dieser Zonen wird sie nicht reagieren. Maximal zwei dieser Zonen sind möglich. Außerdem lässt sich noch die Bewegungsempfindlichkeit und die Erkennungsart einstellen. Ganz unten findet ihr noch den Bewegungserkennungstestmodus, der euch helfen kann, die Kamera optimal einzustellen. Und nochmal die Tipps zur Installation, die wir ja schon gesehen haben. Im Power Manager stellt ihr den Arbeitsmodus je nach Einsatzzweck und eigenen Bedürfnissen ein.
und auch die Aufladung über ein externes Solarpanel lässt sich hier aktivieren. Im Dashboard findet ihr ein paar Informationen über die Kamera. In den Videoeinstellungen legt ihr das Wasserzeichen fest. Passt bei Bedarf die Streaming-Qualität an, ebenso wie die Aufnahmequalität. Mit dem Schalter deaktiviert ihr die automatische Nachtsicht und ganz unten öffnet ihr die Datenschutzzone. Mit denen werden bestimmte Bereiche des Kamerabilds von der Überwachung und Aufzeichnung ausgeschlossen, wie zum Beispiel Nachbargrundstücke oder öffentliche Bereiche. In den Audioeinstellungen findet ihr die Schalter für Mikrofon, Audioaufzeichnung und Lautsprecher. Auch die Lautsprecherlautstärke lässt sich noch etwas variieren. Die Benachrichtigungen lassen sich nachträglich noch ändern, ebenso wie die Benachrichtigungstöne. Und auch, ob ihr dann eine Benachrichtigung erhalten wollt. Die allgemeinen Einstellungen lasse ich mal so stehen. Mit Geräteien gewährt die anderen Personen den Zugriff auf eure Eufy-Geräte. Wenn man will, mit unterschiedlichen Rechten. Jede Person braucht dafür die Eufy Security App. Zum Abschluss zeige ich euch noch ein paar Aufnahmen. Alles klar, und das soll es dann auch mit diesem Video gewesen sein. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Oder schaut auch mal gerne auf unserer Website vorbei, wo wir viele unserer Videos in Textform veröffentlicht haben. Link in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.